Also Sydney ist gestern wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hat die Woche über auch schon viel gearbeitet im körperlichen Bereich, hat schon sehr viel gemacht. Und Donnerstag dann Mannschaftstraining. Und er hatte zweimal mit der Mannschaft trainiert, hat beide Male gut trainiert, wie die komplette Mannschaft gut trainiert hat. Also insofern geht es mir da jetzt nicht um irgendwelche Personen. Und wenn er das morgen nochmal bestätigt im Training, dann gilt für ihn das Gleiche wie für alle anderen. Jetzt von vornherein plötzlich über Spieler zu urteilen, noch bevor wir mit denen gearbeitet haben, das werden wir nicht machen. Wir gucken, was jetzt passiert, und nochmal, die Trainingseindrücke waren gut, und wenn er das weiter bestätigt, dann hoffe ich, dass er uns auch nochmal helfen kann. Jeder muss sich einbringen. Jeder ist absolut gefordert. In seiner Rolle, in seiner Mentalität. Der eine kann es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber jeder ist gefordert, an sein Leistungslimit zu gehen und der Mannschaft alles zu geben und vor allen Dingen auch am Sonntag alles rauszuknallen. Ganz klar, da ist jeder gefordert. Das würde ich nicht nur auf einzelne Spieler reduzieren. Wir haben eine starke Auswärtsmannschaft. Zu Hause sicherlich, das hat man auch zuletzt deutlich gesehen, immer mal wieder mit Problemen, wenn sie das Spiel auch mehr gestalten müssen. Aber natürlich gerade auswärts sehr unangenehm zu spielen. Wer beispielsweise auch in Dortmund gewinnt, das sind alle schon klare Ausrufezeichen. Und eine Truppe, die sehr kompakt versucht zu verteidigen, sehr mannorientiert dabei auch oft spielt, also versucht wirklich den Druck auf jeden Spieler sehr hoch zu halten, und auch darauf haben wir uns eingestellt, versucht viele Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das haben wir viel trainiert, ich hoffe, dass das greift, und vorne dann natürlich, ja, gute individuelle Klasse, ne? Die vier vorderen Spieler mit Benatira, mit Ramos, mit Ronny, mit Alagui sind alles welche, die viel Zug zum Tor haben, viele Überraschungsmomente haben. Und mit Ramos natürlich auch einen, der schon viel überstrahlt. Ne? Der wichtig ist als Wandspieler auch vorne, der Bälle gut sichert, der schon sehr komplett und dabei auch sehr torgefährlich spielt. Also. Aber nochmal entscheidend, bei allem Respekt vor Hertha, entscheidend sind wir. Entscheidend ist, was wir machen, und das haben wir der Mannschaft heute auch nochmal klar als Botschaft mitgegeben. Ja, die anderen Mannschaften haben sicherlich den Vorteil, das müssen wir einfach so anerkennen, dass sie halt jetzt über die gesamte Saison ihre Spielstruktur erarbeitet und stabilisiert haben. Also Gladbach hat unter Favre die ganze Saison über so gespielt, das ist alles sehr stabil. Bei Wolfsburg genau das Gleiche, und wir fangen jetzt im Prinzip im Schlussspurt nochmal an, Dinge zu verändern. Und das ist sicherlich für die Konkurrenten erstmal ein kleiner Vorteil, überhaupt gar keine Frage.